Hi, ich bin Lua und heute habe ich die Fairyloot Box für den Monat Mai dabei. Und Props an Fairyloot, aber sie kam tatsächlich auch mal im Mai bei mir an, was schon eine Nummer ist, denn normalerweise kriege ich die Boxen immer erst einen Monat später, weil sie erst Ende des eigentlichen Monats versendet werden und dann halt noch den Weg von Großbritannien zu mir nach Deutschland machen müssen. Also bin ich sehr gespannt und sehr froh, diese Box hier mit euch zu öffnen. Im Mai ist der letzte Tag, aber es zählt. Für mich zählt es noch, für euch wahrscheinlich nicht. Schauen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Wir werden wieder begrüßt von Papier. Und darunter geht's gleich los. Ich versuche aber erstmal die Spoilerkarte zu finden. Das hier ist die Spoilerkarte für den Monat Mai und das Thema ist Feuding Gods. Verfeindete, streitende Götter, sowas in der Art. Finde das Artwork wieder sehr geil. Ich mag so diesen Kontrast zwischen hell und dunkel. Und ja, ich habe noch nicht drauf geguckt. Ich will ja nicht gespoilert werden, was in der Box ist. Und ich würde sagen, wir nehmen uns das erste Item. Ich erwarte übrigens sehr viel so griechische und römische Mythologie. Obviously, mit dem Artwork und weil das, glaube ich, so die bekanntesten Götter in der Welt sind. Das erste Item kommt sauber gefaltet bei uns an. Und ich weiß schon, was es ist, weil das schon das dritte Mal ist, dass Fairyloot sowas reingepackt hat. Es ist so eine kleine Aufbewahrungsbox in so einem schwarz-weißen Design. Und es ist so ein Leinwandmaterial, von innen auch beschichtet. Also es fühlt sich so, ja, wasserabweisend an. Hier in einem, ja, griechisch-römischen Design, so genau kenne ich mich nicht aus. Ich würde jetzt mal als griechisch, das ist Latein, ich würde es als römisch betiteln. Mit so Säulen und halt wie einem Tempel oder einem Haus mit ein paar Vasen und Pflanzen. Und dem Schriftzug Ad Astra Per Aspera. Ich weiß nicht, ob das ein Ding aus einem Buch ist. Ich hatte tatsächlich Latein in der Schule, aber habe davon nicht viel gelernt. Ich würde sagen, ich blende ein, was es heißt, aber ich kann ja mal guessen. Zu den Sternen durch Durchhaltevermögen, sowas? Wir werden sehen, was es wirklich heißt. Ich bin genauso gespannt wie ihr in diesem Moment. Auf der anderen Seite genau das Gleiche und hier mit zwei kleinen Tragegriffen. Und ich finde diese Boxen wirklich sehr nützlich. Ich habe, wie gesagt, schon zwei davon rumstehen. Das heißt, ich werde mal gucken, ob ich die dritte auch noch irgendwo zum Einsatz bringen kann. Ich habe da zum Beispiel meine ganzen DVDs drin, damit es nicht so bunt aussieht. Ich habe da random Krimskrams drin. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, gelesen, dass Fairyloot meinte, dass man das auch für Bücher verwenden kann. Also als TBR-Box quasi oder Subbox, wie man es auch nennen möchte. Ich weiß nicht, ob hier... Ich habe tatsächlich aus einem Video, was ich eben gedreht habe, hier noch Bücher liegen. Das ist Full-Size, also so der britische Standard, würde ich mal sagen. Passt auf jeden Fall sauber da rein. Also ich denke, ihr könntet da so... Ich bin sehr schlecht im Schätzen, aber 5 bestimmt unterbringen, 5 Bücher. Und dann steht das so im Regal und ihr wisst immer, was ihr als nächstes lesen könnt. Könnt ihr so durcharbeiten. Ist natürlich ganz süß für Leute wie mich, die einen ein wenig größeren Substapel haben. Als 5 ist es dann schon wieder schwierig. Aber für eine Box findet man, glaube ich, immer Verwendung, oder? Wir schauen mal auf die Spoilerkarte. Das Design ist von @blanka.design. Und mehr steht dazu nicht, scheint also nicht Fandom inspiriert zu sein. Das heißt, es ist wohl einfach irgendein Spruch. Nächstes Item kommt in einer süßen kleinen Verpackung und ist ein Valkyrie Helmet Pin. Also die Valkyrie, heißen die auf Deutsch Valkyrien? Das klingt irgendwie falsch. Sind ja so Krieger. Das hier ist der Pin. Ich glaube, man erkennt den Helm mit so Hörnern und an der Seite sind dann so Flügel dran. Ich finde das Design sehr süß. Ich mag dieses Weiß und Gold im Vergleich zu, was Fairyloot häufiger macht, Schwarz und Gold. Ist mal was anderes. Und ja, Valkyrie sagt mir ein bisschen was.
Ich würde fast sagen, das ist nordisch, oder? Ich kann mich aber auch täuschen. Das Design ist von @noonedesigns und das war's dann auch. Also nicht buchinspiriert, also nicht von einem bestimmten Buch inspiriert. Es gibt bestimmt viele Bücher, die diese Mythologie aufgreifen. Sehr cute, sehr, sehr süß, kommt an meinen Rucksack, der schon voll mit Pins von Mary Lou ist. Das nächste, was ich hier raushole, ist eine Art Artwork aus Holz. Und hier vorne ist so ein Tempel drauf und auf der Rückseite ist es aber eine Postkarte. Es ist nicht eingebrannt in das Holz, sondern draufgedruckt, für wen das interessant ist. Und es steht From Olympus und dann To ist freigelassen. Ist ein bisschen random irgendwie. Also ich finde das Artwork süß und so einfach als so kleines Kunstding mir das hinzustellen, ja, maybe. Aber warum die Postkarte, außer das hat jetzt irgendeine bestimmte Bedeutung? Weil ich würde, also man verschickt das ja nicht, das ist ja keine nutzbare Postkarte, oder? Ist halt schon irgendwie weird. Ich guck mal, ob die Spoilerkarte irgendwas sagt. Die ist von @witkowskaya_art. Es ist einfach eine Postkarte mit natürlich Olympus, habe ich ja vorgelesen, abgebildet. Strange. Nächstes Item kommt mir ein bisschen bekannt vor. Es ist mal wieder ein Tote Bag, also eine Tragetasche aus so Canvas-Material. Macht Fairloot sehr gerne. Hab davon einige schon bekommen und auch einige verschenkt. Diesmal in einem Bücherdesign mal wieder. Ich habe so ähnlich schon eine davon. Die ist so hauptsächlich grau gehalten und es sind alles so griechisch inspirierte Bücher da drauf. Also wir haben The Song of Achilles, The Odyssey, Cirque, Lore Olympus, Percy Jackson, Lore, The Star-Touched Queen. Alles mögliche und alles in so einem einheitlichen, auf alt gemachten Design. Ich finde es sehr cute. Ich finde persönlich die ich schon habe, noch so ein Mühe besser, aber die hier ist auch sehr pretty. Und ich bin bestimmt jemand, der sich darüber freut, mir die abzunehmen. Wir gucken mal. Design von @chattynora. Und es ist ein Bücherregal, gefüllt von griechischen Klassikern und modernen Nacherzählungen. Es ist diesmal sehr allgemein gehalten, also es war noch kein Item, was so von einem Buch inspiriert war, sondern es war alles so, so sehr fandom-neutral, was auch eine gute Sache ist. Ich finde es gar nicht schlecht, dass sie das mal machen, obwohl ich es natürlich auch immer schön finde, so Bücher, die ich halt kenne, davon Items zu spotten. Zum Beispiel hier wäre es jetzt halt Lore gewesen, auf jeden Fall. Oder, gut, Percy Jackson habe ich noch nicht gelesen, aber ich würde es tatsächlich gerne mal lesen. Ich weiß nicht, ob ich dafür schon zu alt bin, um anzufangen. Ob das noch so den gleichen Reiz hat, wie wenn man das als, wie wenn man das früher gelesen hätte. Aber mal gucken, vielleicht lese ich irgendwann Percy Jackson. Vielleicht mache ich dazu auch ein Video. Wir werden sehen. Wir haben ein fünftes Item und es ist nicht aus Papier, was ich sehr cool finde. Es ist schon irgendwie aus Papier, aber es ist kein nur Print. Es ist ein kleines Büchlein. Sieht so aus. Asiatisches Design, würde ich sagen. Das Cover ist so, es ist braun, aber es ist auch reflektierend. Man könnte fast bronzefarben sagen. Oder es soll so ein Holzvibe sein. Könnte auch. Seiten sind so vergoldet. Sehr cool. Und es hat, es ist ein Blanko-Notizbuch, also nicht Blanko-Notizbuch, es ist ein liniertes Notizbuch. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel mit anfangen. Also wenn ich ein liniertes Notizbuch benutzen würde, dann wahrscheinlich eher mit so einer Ringheftung, dass ich auch mal was rausreißen kann oder so.
Das hier ist jetzt nicht so persönlich was, was ich brauche, aber es sieht wunderschön aus. Genau, hat ein Lesezeichen und hat auch hier dieses Band, um das so zuzuhalten, damit das in der Tasche oder so nicht auffliegt. Es ist sehr, sehr süß gemacht, sehr hochwertig so designt, aber halt einfach, ja, nicht ganz so nützlich für mich persönlich. Es gibt bestimmt viele Notizbuchschreiber. Ich hätte es halt cool gefunden, wenn man es zum Beispiel Bullet Point mäßig gemacht hätte, dann hätte man ein Bullet Journal daraus machen können oder man hätte halt irgendwie vielfältigere Verwendungsweisen dafür gehabt. Ist das denn von irgendwas inspiriert? Es ist von ebenfalls @blanka.design. Es ist inspiriert von der Legende von dem Elixier des Lebens. Das ist dann wohl das hier vorne. Okay, das waren unsere 5 Items. Ich finde sehr, sehr cool, dass Fairy Loot wieder 5 Items macht, wenn es ihnen möglich ist. Sie mussten ja vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so, die Itemzahl auf 4 runterschrauben durch die Erhöhung der ganzen Preise und so. Und es hätte jetzt halt auch sein können, dass sie einfach sagen, so ja, es kann jetzt sein, dass die Preise wieder billiger werden, was ich im Übrigen auch nicht glaube, was gerade abgeht, aber dass sie einfach bei den 4 Items bleiben. Es wäre ja im Endeffekt mehr Profit für sie und die Kunden haben sich ja dran gewöhnt. Aber ja, großes Lob, dass sie das nicht machen und uns 5 Items geben, wenn sie halt können. Sehr nice. Dann bleiben uns noch die Tarotkarten für den Monat und das sind die beiden diesmal. Und wir haben die 8 of Stars und 7 of Stars, hätte ich andersrum machen müssen. Und das sind ein Herr und eine Dame mit Briefen in der Hand, was mir nicht so viel sagt. Also gucke ich mal nach, was es sein soll. Sie zeigen Iris als die 7 of Stars und Roman als die 8 of Stars. Und die Charaktere sind von Divine Rivals von Rebecca Ross und wurden illustriert von @RosalynArts. Okay, das Buch sagt mir nichts, also würde ich sagen, wir schauen einfach mal weiter. Uns bleibt jetzt nämlich noch das Buch für diesen Monat, aber erstmal nehmen wir natürlich wieder das ganze Zeug raus, was zum Buch kommt. Und da haben wir Character Artwork mit einer sehr süßen jungen Dame mit einem Brief und einem Mann im Hintergrund. Auf der Rückseite den AutorInnenbrief. Fairy Scoop für diesen Monat mit dem Interview mit dem der AutorIn. Dann haben wir Exciting June 2023 Releases. Was haben wir hier? You're Not Supposed to Die Tonight von Kellen Barron. Das gucke ich mir nachher auf jeden Fall mal an, weil das so, ja, so 90er-Horror-mäßig aussieht, was ich sehr cool finde. Garden of the Cursed von Katie Rose Poole. Kismet Connection von Ananya Devarajan. Und The Grimoire of Grave Fates, edited by Hannah Alcuff und Margaret Owen. Okay, ich weiß nicht, warum das nur edited ist, aber gut. Es ist auf jeden Fall, ich bin gespannt. Das werde ich mir nachher auf jeden Fall auch angucken. Dann gibt es noch, was das Buch hier drin für Besonderheiten hat, also was Elemente der Sonderausgabe sind, die es so im normalen Buch nicht gibt. Habe ich mir natürlich jetzt nicht angeguckt. Und hinten drauf gibt es noch das Thema für den nächsten Monat und das ist From the Depth, aus den Tiefen. Und es gibt irgendwas im Bereich von Meerjungfrauen, Piraten vielleicht. Ich finde es sehr, sehr cool. Es ist ein sehr sommerliches Thema, was zum Juni auf jeden Fall gut passt. Und ganz unten noch die Instagram-Challenge-Prompts, die ich dringend mal wieder mitmachen muss. Seid ihr bereit für das Buch? Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich sehe oben schon die Edges mich anlächeln. Und so sieht das Buch aus. Es ist Divine Rivals von Rebecca Ross. Das ist die von den Tarotkarten. Okay, die Tarotkarten sind zu dem Buch. Das hätte man ja vielleicht auch mal vorher sagen können. No God, No War, No One Can Come Between Them.
Kein Gott, kein Krieg, nichts kann zwischen sie kommen. Ich finde das Cover sehr, sehr, sehr cool. Ich mag diesen Schwarz-Weiß mit den bronzefarbenen Details. Sehr, sehr süß. Das hier sind die Edges. Es ist so schwarz mit so kleinen süßen Briefchen. Oben schwarz, unten schwarz. Das hier ist die Buchrückenansicht. Und die Rückseite, gibt es da was Spannendes? Two Rivals, Two Stories, Two Hearts, One Fate. Zwei Feinde, zwei Geschichten, zwei Herzen und ein Schicksal. Und es ist wieder einfach so in Grautönen mit so kleinen bronzefarbenen Sternen. Sehr, sehr süß. Ich liebe das Cover wirklich. Haben sie gut gemacht. Wir schauen rein. Erstmal gibt es auf der Innenseite des Covers nichts. Aber das Buch an sich sieht sehr cool aus. Es ist weiß und es sind so Designs, also Kreise, Punkte, Sterne mit dem ja, bronzefarbenen, mit der Folierung draufgemalt. Sehr ja, simpel ist es nicht. Es ist sehr filigran und sehr, sehr süß. Ich kriege ein wenig so Atlas Six Vibes, aber auf eine gute Art. Sehr cute. Die Innenseite ist mega hübsch. Es ist auch mit Folierung, was ich so von Fairyloot noch nicht kenne. Wir haben Character Artwork in der Ecke und so Blumenranken, glaube ich, waren es. Ja, und so die Knöpfe von der Schreibmaschine sind auch mit der Folierung. Das ist mega süß. Eine sehr coole Idee und was wir so noch nicht hatten. Dann haben wir eine Unterschrift, aber eine digitale Unterschrift. Haben wir eine Inhaltsangabe? Das ist ja witzig. Ich habe neulich einen TikTok gesehen, wo jemand gesagt hat, was er oder sie sich wünscht, was wiederkommen soll in Büchern. Und meinte Inhaltsangaben und ich dachte so, hä? Also ich sehe da jetzt nicht die Not für einen, also zumindest für ein Fantasy-Buch sehe ich jetzt nicht die Not für eine Inhaltsangabe. Aber ich finde es trotzdem irgendwie witzig, dass es hier drin ist. Sehr cool. Danach geht das Buch aber auch sofort los. Also keine Karte oder sonstiges. Und hinten wieder Artwork, aber ich glaube, es ist das gleiche, oder? Ich meine, ich kann es verzeihen, weil ich die Folierung so süß finde, aber es ist schon irgendwie anders als sonst. Okay, ich habe das Buch wieder angezogen, also worum geht's überhaupt? When two rival journalists find love through a magical connection, their fate depends on their facing the depth of hell together. Wenn zwei rivalisierende Journalisten Liebe durch eine magische Verbindung finden, hängt ihr Schicksal davon ab, dass sie die Tiefen der Hölle, ja, sich den Tiefen der Hölle stellen. Zusammen. After centuries of sleep, the gods are warring again. All 18-year-old Iris Winnell wants to do is hold her family together. With a brother forced to fight on behalf of the gods now missing from the front line and a mother drowning her sorrows, Iris's best bet is winning the columnist's promotion at the Oath Gazette. Nach Jahrhunderten? Jahrtausende? Nein, nach Jahrhunderten des Schlafs rühren sich die Götter wieder. Alles, was die 18 Jahre alte Iris Winnow möchte, ist, ihre Familie zusammenzuhalten. Mit einem Bruder, der gezwungen ist, für die Götter für die Götter zu kämpfen und der jetzt an der Frontlinie vermisst wird. Und eine Mutter, die ihre Sorgen ertränkt, also ich denke mal mit Alkohol, ist Iris' beste Chance, die Beförderung an der Oath Gazette, also einer Zeitschrift oder sowas, zu gewinnen. Ich weiß nicht ganz, warum sie die Beförderung braucht, um ihre Familie zusammenzuhalten, aber vielleicht brauchen die Geld, ich weiß es nicht. But when Iris' letters to her brother fall into the wrong hands, those of the handsome but cold Roman Kit, her rival at the paper, an unlikely magical connection forms. Als Iris' Briefe
an ihren Bruder in die falschen Hände fallen, nämlich die des ja, hübschen, aber kalten Roman Kidd, ihrem Rivalen an, ja, bei der Zeitschrift, formt sich eine seltene magische Verbindung, wie auch immer. Expelled into the middle of a mystical war, typewriters in tow, can their bond withstand the fight for the fate of mankind and most importantly, love. In der Mitte eines mystischen Kriegs, ihre Schreibmaschinen stets dabei, kann ihre Verbindung den Kampf um das Schicksal der Menschheit und, viel wichtiger, Liebe überstehen. An epic enemies to lovers fantasy novel filled with hope and heartbreak and the unparalleled power of love. Eine epische, ja, enemies to lover Fantasy Geschichte, also Feinde zu Liebenden, gefüllt mit Hoffnung und verletzten Herzen und die unvergleichliche Macht der Liebe. Süß! Ein interessantes Setting, also ich habe vieles noch nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum der Job bei der Zeitschrift so wichtig ist. Ich habe absolut nicht verstanden, wie durch die Briefe an ihren Bruder eine magische Verbindung sich formt. Es hätte halt Sinn gemacht, wenn er die Briefe liest und denkt, boah, was ist das für ein süßes Mädchen, die sorgt sich um ihren Bruder. Ich finde die schon ganz toll. Aber das Magische verstehe ich noch nicht ganz. Und alles inmitten des Kriegs der Götter und so ein bisschen 20er, 30er Jahre weit. Es ist eine bunte Mischung, aber ich bin gespannt. Das war die Box und mein Lieblingsitem, also das Design vom Buch, war erstmal sehr, sehr toll. Ansonsten würde ich sagen, es ist diesmal die Box, einfach weil die praktisch quadratisch gut ist. Nein, also man kann halt immer was mit irgendeiner Box anfangen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Box fandet. Und was euer Lieblingsitem war und was ihr von dem Buch haltet, weil ich fand es wirklich sehr spannend. Und dann war es mit dem Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet oder darüber nachdenkt, meinen Kanal zu abonnieren. Das hilft mir nämlich sehr und ich würde sehr gerne dieses Jahr noch die 200 Abonnenten erreichen. Schaut doch gerne mal auf meinem Instagram- oder TikTok-Kanal vorbei, da mache ich auch Bücher-Content und das ist beides unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ciao!